Willkommen auf meinem Kanal Streambank, liebe Leute, liebe Leute. Was ich heute schon wieder gefunden habe, das ist schon wieder, das graust es schon wieder. Es ist, ja, wie gesagt, ich chill immer hier gemütlich beim Frühstück und denke mir immer so, ja, guck mal noch mal rein in die Mainstream-Medien und da finde ich auch schon wieder was und denke mir, ja, gut, das hat ja auch alles eine Auswirkung. Und ja, der meinem Kanal schon länger folgt, weiß, dass ich nie von einem Artikel oder von einer Nachricht berichte und das merkwürdig finde, sondern auch immer irgendwo einen Bezug herstelle zur Realität. Und da habe ich einen Artikel gefunden auf dem Medienportal rbb24.de. Betrug mit Corona-Testzentren offenbar größer als befürchtet. Der Artikel ist vom 4.4. Das ist aktuell von gestern. Und da schauen wir natürlich einmal ganz kurz rein. Der Betrug mit falschen Abrechnungen in Berliner Corona-Testzentren ist wohl noch viel größer als gedacht. Die Berliner Polizei führt derzeit 335 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Abrechnungsbetruges mit den Teststellen. Wie Innenstaatssekretär Thorsten Ackermann am Montag im Innenausschuss sagte, der Gesamtschaden dieser bekannt gewordenen Verdachtsfälle betrage etwa 24 Millionen Euro. 30.000 Euro pro Tag zu viel abgerechnet. Erst am Donnerstag hatte die Polizei eine Bande von Betrügern gefasst. Die Verdächtigen sollen seit Mai 2021 mit falschen Testzahlen in 18 Stationen im ganzen Stadtgebiet 9 Millionen Euro erschwindelt haben. Pro Tag wurden über die Testcenter etwa 30.000 Euro zu viel abgerechnet. Mehr als 6 Millionen Euro, die abgerechnet wurden, soll die Bande auf das Konto eines Komplizen in der Türkei überwiesen haben. Der Tatvorwurf sei durch die Durchsuchung erhärtet worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts von Banden- und gewerbsmäßigen Abrechnungsbetrug. Es seien Immobilien im Wert von mindestens 2,4 Millionen Euro gepfändet worden. Dass es bei der Abrechnung der Corona-Tests, die den Menschen kostenlos angeboten wurden, zu vielen Betrügereien kam, ist schon länger bekannt. Besonders anfangs wurde kaum kontrolliert und die Testcenter konnten fast beliebige Zahlen zu erfolgten Tests abgeben. Wir machen hier gleich weiter. Eine Sekunde. Wir erinnern uns vielleicht an die Videos, wo zum einen ein älteres Ehepaar ich glaube, war es in Dresden oder Leipzig, von der Polizei geschubst und umgeschubst wurde und am Ende verhaftet wurde, weil sie ihre Maske nicht trugen. Wir erinnern uns, auch hier in Buxtehude gab es das, wie zwei Polizisten auf einen älteren Herrn gehen, der des Ladens verwiesen wurde, weil er keine Maske trug. Er ging dann auch, aber die Inhaberin hielt es wohl für nötig, dann die Polizei zu rufen. Da gibt es auch ein Video, wie die beiden Polizisten auf diesem älteren Herrn knien. Wir kennen die Fotos und die Videos auch von der Demonstration vom 1.8.2021 aus Berlin. Wir kennen die Fotos vom 29.8.2021 aus Berlin. Und vor allen Dingen auch aus dem Jahr 2020. Da waren auch die großen Demonstrationen am 1.8. in Berlin. Wir erinnern uns an das Polizeiaufgebot. Wir erinnern uns auch ja, an alles Mögliche. Ja? Wir werden kontrolliert. Ich weiß nicht, es ist Wahnsinn. Es ist der absolute Wahnsinn. Dieser Artikel ist vom 4.4., also aktuell. Diese Bande hat betrogen seit Mai 2021. Das heißt 5, 21, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sind 7 Monate plus 3 sind 10 Monate. Das heißt, nach 10 Monaten kommt die Polizei oder die Kripo und sagt, ey, hier haben wir was entdeckt. Ich weiß auch, wieso sie so lange brauchen. Und das ist das, was ich eben auch meinte. Ja, weil sie sich mit Querdenkern beschäftigen, mit Freidenkern beschäftigen, mit der Mitte der Gesellschaft, die einfach keine Lust dazu hat, diesen ganzen Wahnsinn mitzumachen. Und da hat natürlich auch der Berliner Senat viel Gas gegeben dafür, dass die Leute kontrolliert werden und, und. Demonstrationen unterbunden werden und, und. Hausdurchsuchungen hat es gegeben bei Widerständlern und Freidenkern und, und. Aber die Testzentren wurden zu keinem
Zeitpunkt kontrolliert. Und da habe ich mir also gedacht, okay, 30.000 Euro pro Tag zu viel abgerechnet. Insgesamt 24 Millionen Euro. Okay, dann lass mal gucken, was kostet denn so ein Test? Habe ich hier was gefunden, so mehrere Artikel. Unter anderem sollen die Testzentren pro Test nicht mehr 18 Euro kriegen, sondern nur noch 11 Euro. Die Vergütung der Abstrichentnahme soll auf 8 Euro statt 12 Euro gesenkt werden. Konnte ich mir hier auch tatsächlich nicht klar machen, wenn hier steht, die Vergütung der Abstrichentnahme soll auf 8 Euro statt 12 Euro gesenkt werden. Und davor schreiben sie 18 auf 12 Euro. Ärzte können bislang 15 Euro abrechnen. Okay, was haben wir hier? Genau, das Ministerium. Moment, Bürgertests hingegen sind 8-mal so teuer als Kindertests. Im Januar erhielt jedes Testzentrum 12,50 Euro. Aktuell sind es 11,50 Euro. Und das ist vom, welches Datum haben wir hier? Steht das hier auch noch irgendwo? Das ist auch aktuell. Also 11,50. Und diese Senkung, was ich eben vorgelesen habe, von wann ist der Artikel? 6.06.2021. Seit wann rechnen die ab? Na, das passt ja. Also hier auch irgendwas mit 12 Euro. Nur noch 11 Euro beziehungsweise 12 Euro. Da habe ich hier noch etwas gefunden aus der Wirtschaftswoche. Genau, und dieser Artikel ist von wann? Um das mal zeitlich zuzuordnen, ungefähr 13. Oktober 21. Und hier steht es irgendwo, 14,90 Euro pro Schnelltest, andere 15 Euro. Gibt es hier noch, für diese Gruppen übernimmt der Bund weiterhin 11,50 Euro pro Test. So, und ja, nochmal zurück zum Artikel. Die meisten Leute lesen dann nur, Banden aus der Türkei, geht ja gar nicht, 30.000 Euro pro Tag, 24 Millionen Euro Steuergelder, wo kommen wir denn dahin? Ja, liebe Leute, aber man muss sich da mal ein bisschen mehr Mühe geben und das habe ich natürlich gemacht. Und dann nehmen wir mal die 30.000 Euro pro Tag und teilen die durch einen Testpreis von 11,50 Euro. Und erhalten dann eine Zahl von 2608 Tests, die hier nicht gemacht wurden, laut dem Artikel. Diese Tests wurden nicht gemacht, aber abgerechnet. Das heißt 2600 Tests am Tag. Mal, sagen wir, 6 Tage, weil samstags kann man auch noch testen, sind 15.600 Tests, die hier abgerechnet wurden, aber nicht gemacht wurden. Und jetzt möge man sich überlegen, die werden wahrscheinlich ja nicht alle mit negativ abgerechnet worden sein. Nehme ich mal an. Gut, wenn sie mit positiv abgerechnet werden oder wurden, dann stellt sich die Frage, werden dann die Daten ans Gesundheitsamt übermittelt? Dafür brauche ich natürlich 15.000 Daten. Jede Woche. Ja, wir lassen uns nochmal hier die Zahl von 2600 pro Tag. 2600 Tests pro Tag. So, das heißt also, wir haben hier eine Verschiebung der Meldezahlen. Und das ist das, was ich eigentlich damit sagen möchte. Und dann braucht man natürlich auch eine Zahl, die auf der anderen Seite sagt, so und so viele Tests werden pro Tag oder pro Woche in Berlin vorgenommen, um einfach mal zu erkennen, hier haben wir vom 18.09.21 der Artikel hier bei T-Online. Und hier steht, in Berlin gibt es in der Gesundheitskrise wieder mehr Labortests, bla bla. Die Anzahl der PCR-Tests pro Woche stieg in der Hauptstadt Mitte September auf 42.000. Anfang August wurden rund 30.300 dieser Checks registriert. Die Anzahl der wöchentlichen Tests in Berlin im Mai über 40.000 gelegen und 81.000 Tests hätte man machen können. Also 40.000 pro Woche und bei 2600 am Tag, dann nehmen wir auch mal 7, dann sind wir bei 18.000 Tests pro Woche, die einfach in den Zahlen gefaked sind. So oder so.
18.200 Tests haben diese Betrüger pro Woche abgerechnet, wobei dann in Berlin, wobei es könnte sein, wenn das hier PCR-Tests sind, sind das auch Labortests. Ja, das könnte natürlich sein, dass wir schon wesentlich mehr Schnelltests auf den Straßen haben. Leider habe ich beim Robert-Koch-Institut und keine anderen Quellen gefunden, wo gesagt wird, so und so viel Schnelltests werden vorgenommen. Ja, das ist auch merkwürdig. Im Moment verschwinden diese Angaben überall. Aber was auf alle Fälle hochinteressant ist, das ist die Tatsache, dass hier 30.000 Euro pro Tag zu viel abgerechnet wurden. Und insgesamt gibt es hier Verdachtsfälle nur in Berlin in Höhe von 24 Millionen Euro. Und auch die Mühe machen wir uns einmal und rechnen das einmal durch. 24 Millionen Euro geteilt durch 11,50 Euro pro Test. Das sind 2.086.956 Tests, die hier nicht gemacht wurden, die nicht durchgeführt wurden. Das verändert alles, das ist euch klar, ne? Die gesamten Inzidenzzahlen verändern das. Ja, ich find's heftig, dass auch vor allen Dingen der Hintergrund nicht beleuchtet wird, dass Leute wie ich uns nicht darum kümmern müssen, dass so ein bisschen die Hintergründe dieser Berichte, die Zahlen dieser Berichte so ein bisschen zurechtgerückt werden, dass man da mal ein Verhältnis hat. Ja, denn 24 Millionen Euro, oh Gott, das ist sehr, sehr viel Geld, aber was bedeutet das? 30.000 Euro pro Tag zu viel abgerechnet, das ist sehr, sehr viel Geld, aber was bedeutet das? Und was bedeutet das für die Gesamtsituation? Vor allen Dingen bedeutet das für die Gesamtsituation, dass die gesamte Bevölkerung, 83 Millionen Menschen, zu Hause bleiben müssen. Eine Behandlungspflicht droht. Es soll über 30.000 Testzentren maximal in Deutschland gegeben haben. Die genaue Anzahl kennen die Ministerien nicht. Und keiner schaut dahin, was wird da eigentlich abgerechnet? Wie viel ist falsch und. Es dreht sich hier nicht darum, dass ein paar Gangster sich da Kohle abgreifen. Ja, das ist klar. Ich meine, unsere Politiker machen den Leuten das ja vor. Insofern ist es ja einfach. Wenn unsere Regierung mit Maskendeals rumeiert, ja, und sich die Taschen füllt, dann ist es doch klar, dass das Nachahmer findet. Jetzt brauchen wir hier nicht so großartig tun, als wenn diese Bande hier, als wenn das die großen Verbrecher sind. Die haben das unseren Politikern nur nachgemacht. Im Grunde, also Chapeau dafür. Manchmal frage ich mich, warum ich diese kriminelle Energie nicht habe. Aber ich muss auch immer morgens mir noch selber in den Spiegel schauen können. Und insofern bin ich nicht der richtige Typ dafür. Aber andere machen das. Ja. Und und von 83 Millionen Menschen erwartet man etwas, weil unsere Regierung nicht in der Lage ist, alle Zahlen total zu kontrollieren. Es wird getestet, es wird geschätzt, es wird hochgerechnet, es gibt Modelle, die komplett ausflippen. Und nach 24 Monaten muss unsere Regierung so krass zurückrudern, dass man jetzt jeden Tag liest, geht auch ohne Maske los, Impfpflicht ab 18 ist abgeblasen und pipapo, hast du nicht gesehen. Ein absoluter Kontrollverlust. Ich habe ja auch das Video gemacht, wo also die Dame da vom Ethikrat sich äußert. Es wird jetzt alles zurückgefahren, die fangen an, sich da rauszureden. Ja, haben wir nicht gewusst, pipapo. Leute, aber dafür brauche ich keinen Ethikrat, dafür brauche ich keine Regierung, dafür brauchen wir kein Gesundheitsministerium, wenn die alle nicht wissen, was zu tun ist. Ja, es wurde immer gesagt in der Corona-Krise, in der Gesundheitskrise, ja, die Vergleiche zur spanischen Grippe mit 100 Millionen oder 200 Millionen Toten weltweit, keine Ahnung, 20 Millionen, mir fehlen die genauen Zahlen jetzt, ja, aber ihr kennt ja diese Artikel, da spanische Grippe rauf und runter, die ja, wenn ihr das wisst, dass das das alles schon mal gegeben hat, was hat man denn damals gemacht? Wie ist das denn gelaufen? Wie kann man denn daraus lernen? Das muss doch Erfahrungswerte geben. Ja, die Weltgesundheitsorganisation hat doch Schreibtische voller Pläne. Da könnt ihr doch nicht kommen und sagen, nach 24 Monaten, Mensch, wir hätten es irgendwie anders machen müssen. Wir hätten eine andere Strategie haben müssen. Also zählen doch keine Fakten, oder wie? Ja, und hier kommt man nach einem Jahr da drauf, die Testzentren einmal zu durchsuchen, ob die nicht vielleicht falsch abgerechnet haben. Aber hier bei uns steht man vor der Tür und passt darauf auf, dass man das Haus nicht verlässt. Wir hatten, überlegt mal bitte, wir hatten auch nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr, wo die Leute sowieso zu Hause sind.
Und wenn man rausgeht, dann sind nicht so viele Leute unterwegs, dass man sich da auch noch infizieren kann. Ja? Also und das dürfen wir alles nicht vergessen, liebe Leute. Das dürfen wir alles nicht vergessen, wie man hier mit dem Volk umgeht. Und wir sind aber diejenigen, die die ganze Zeche bezahlen. Ja? Und wir fordern einfach auch unseren Respekt nicht ein. Das muss ich auch ganz deutlich mal sagen. Ja? 1000 Spaziergänger pro Ort im Durchschnitt ist toll. Ist wirklich toll. 10.000 wären besser. Ja? Und da liebe Grüße an die Generation der ehemaligen Ostdeutschen, die es mit ihren Montagsspaziergängen geschafft haben. Natürlich, vor einem ganz anderen Hintergrund, eine ganz andere Zeit, eine ganz andere Gesellschaft. Ja, und es ist auch, wie gesagt, eine ganz andere Zeit gewesen. Also, und damals in der ehemaligen DDR sowieso. Aber es sind Millionen von Menschen einfach auf die Straße gegangen. Ja, und deswegen mache ich auch dieses Video, um ein bisschen die Flamme des Widerstandes am Leuchten zu halten, am Brennen zu halten. Dass wir nicht vergessen, was hier passiert ist. Und vor allen Dingen, wie gesagt, auch hier, es dreht sich hier nicht nur um 24 Millionen Euro oder um die 30.000 Euro pro Tag. Es dreht sich darum, dass unser Staat verpennt hat, hier zu kontrollieren. Auf der anderen Seite wird mit dem drohenden, mit dem Zeigefinger gedroht, mit dem schlimmen Virus. Auf der anderen Seite, ja, werden solche Testzentren nicht kontrolliert und die Zahlen verwischt und alles komplett ins Chaos gefahren. Ja, liebe Leute, schreibt mir gerne, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Hier hieß es auch 335 Ermittlungsverfahren. Ja, ich möchte mal wissen, wie lange unsere Kripo damit beschäftigt ist, die Daten und diese ganzen Verfahren, das alles zu Papier zu bringen. Ja, geht das nicht anders in Zukunft? Ja, aber gut, wenn du da oben eben unfähige Politiker, ehemalige Verwaltungsfachangestellte, irgendwelche Leute, die das Leben nicht kennen, sitzen hast, dann passiert sowas leider. Ja, schade, schade, schade. Schreibt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was ihr dazu zu sagen habt. Ich bedanke mich für eure ganze Aufmerksamkeit. Mein Hinweis nochmal hier gerne auf die Videobeschreibung. Unter diesem Video findet ihr natürlich auch alle Links zu meinen anderen Kanälen. Folgt denen gerne. Alles umsonst, alles für euch. Ihr könnt euch hier austauschen, alles kostenlos. Bei euch bedanke ich mich jetzt zum dritten Mal für eure Aufmerksamkeit. Und folgt auch gerne diesem Kanal und liked gerne dieses Video und verteilt dieses Video gerne in alle Himmelsrichtungen. Weil was die Zukunft bringen wird, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher. Wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.